Die Bedeutung erstmal. Was bedeutet überhaupt Sihir, das heißt schwarze Magie, im Sprachlichen? Im Sprachlichen bedeutet Sihir etwas anderes zeigen, als es ist. Ja? Manipulieren, täuschen, ablenken, das Herz beeinflussen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also wenn ich jetzt die Aufmerksamkeit auf mich ziehe, mit einer bestimmten Art und Weise, dann ist das auch Sihir. Das Wort Sihir bedeutet unter anderem noch Trick und Täuschung. Es wird auch als Substantiv im Sinne von einer Arbeit, deren Zweck geheim bleibt, verwendet. Das sehen wir in dem berühmten arabischen Sprachwerk Lisanul Arab Kamus. Ja? Also was heißt das? Eine Arbeit, deren Zweck geheim bleibt. Also logisch, schwarze Magie oder Magie an sich ist ja eine Sache, die mit sich nicht nur Täuschung, Manipulation, Ablenkung etc. beinhaltet, sondern das vor allem, das macht uns ja sehr, sehr gehörig, etwas Geheimes beinhaltet. Der Mensch, die Menschen, die sind immer, wenn es um Geheime, um Esoterische, um ja, über nicht sichtbare, unsichtbare Sachen geht, sehr, sehr hörig. Das wird von einigen kritisiert. Also warum macht man das? Warum ist, wenn der Mensch, warum, wenn es um Dämonen geht, um Djinn, um Geister, ja, um Magie, warum werden die Menschen dann so hörig? Das wird von einigen kritisiert. Ich persönlich gesehen sehe das etwas sehr, sehr Natürliches an, sehr, sehr was, nicht was Außergewöhnliches, sondern was Natürliches an, weil wir als Mensch insgesamt vom Reib kommen. Das heißt, wir kommen ja vom Verborgenen. Vor 50 oder vor 60 Jahren war in diesem Raum keiner vorhanden. Ja? War keiner hier drin, vor 60 Jahren. In 60 Jahren wird höchstwahrscheinlich auch keiner mehr in diesem Raum hier am Leben sein. Also lebt der Mensch zwischen zwei Reib, zwischen zwei Verborgenen. Und weil sein Ursprung eigentlich von Reib ist, im Koran nennt sich das Misak, also von dem Welt der Seelen, im Türkischen ist das als Kalubela eingestuft worden, wobei Kalubela ein arabisches Wort ist, heißt nein doch, heißt, genau wie Ledun wissen, Ledun heißt von ihm, egal. Und so mag der Mensch natürlich auch seine Herkunft, weil er ja von dem Verborgenen kommt. Zieht ihn alles, was verborgen ist, auch an. Also selbst der atheistischste Mensch auf dieser Welt, wenn es um verborgene Sachen geht, wird er sagen, oh, ich würde mir gern zuhören. Im Herzen will ich nicht wissen, was ihm vorgeht, aber er versucht zu sagen, das interessiert mich alles ja gar nicht. Aber wenn man darüber redet, auch in der säkularen Welt, in der wir heute sind, wirst du sehen, dass eigentlich die Herzen schon auf das Verborgene neigen, weil wir letztendlich von dort kommen. Und das ist der Bedarf danach. Der Bedarf nach dem Verborgenen. Den hast du. Wie wenn ein Kind geboren wird, hat er einen Bedarf nach Muttermilch. Aber er hat die Mutter noch nie gesehen. Er hat die Milch noch nie gesehen. Er hat Bedarf nach Essen, aber er hat das noch nicht gesehen. Er weiß nicht, wie man kaut. Ja? Das ist ein Zeichen, das heißt, es gibt auf dieser Welt Wasser, es gibt auf dieser Welt Essen. Es gibt andere, es gibt die Liebe zum Beispiel. Das Kind will die Mutterliebe zum Beispiel als erstes haben, hat es aber vorher nicht gehabt. Das heißt, es ist in den Menschen hineinimplantiert worden. Das heißt, in der Fitra, in der natürlichen Veranlagung ist das auf jeden Fall bei dem Menschen all insgesamt drin. Und so ist in der natürlichen Veranlagung, das heißt in der Fitra auch die Sucht, ich betone die Sucht, der Bedarf nach dem Verborgenen drin, weil er dorthin geht. Ja? Machen wir weiter, inshallah, nach der Bedeutung von Sihir. Nach Rarib al-Isfahani, ja, ein sehr berühmter ja, Mensch, der sich halt quasi über die Sprache in Werke verfasst hat, war ein Mufradat. Er sagt, das Werk der List und Täuschung, das durch Tricks, Illusion und vergoldete Worte ausgeführt wird, der Anspruch und Nähe zum Satan herstellt, und Hilfe von ihm erhält, indem die Form von Gegenständen verwendet wird. Tamam. Das sagt Rarib al-Isfahani. Al-Layth sagte, der Zauber ist eine Tat, mit dessen Hilfe man sich dem Satan nähert. Oder den, den satanischen Dämonen nähert. Al-Azhari sagte, die wesentliche Bedeutung von Zauber, das heißt Sihr, ist etwas in einer Form erscheinen zu lassen, welches anders als ihre reale Form ist. Shamir überliefert von Ibn Abbas radiallahu anhuma, die Araber nannten es Sihr, weil es Gesundheit in Krankheit transformieren kann.
Also sağlıklı bir insan hasta olabiliyor. Sihir wird auch definiert als, interessant, dass jetzt sagt der Cessas, Fahrettin Razi und Ebu Becker, die sagen, einige Handlungen und Demonstrationen der Prozesse böser Geister, die ein Ergebnis zeigen, dessen Eintritt auf realistische Weise eigentlich nicht klar ist. Ibn Khaldun, der berühmte Schreiber über, das, über die Geschichte, sagt, dass Sihr im direkten Einfluss einiger Menschen mit ihren spirituellen Kräften, Achtung, mit ihren eigenen spirituellen Kräften, ohne auf himmlische Helfer zurückzugreifen. Das sagt Ibn Khaldun. Taşköprüzade, diesen Namen werde ich heute einige Male berichten, Taşköprüzade Ahmet Efendi, wer das halt ist, könnt ihr selber forschen, nennt diesen Wissenszweig, also Sihr, der astronomische Ereignisse, die Eigenschaften von Himmelskörpern, also Sonne, Mond, Sterne, Planeten, und ihren Zusammenhang mit irdischen Ereignissen untersucht. Das heißt, er sagt, wenn Sonne, Mond, Sterne, Planeten etc. in bestimmten Konstellationen stehen, haben sie einen bestimmten Einfluss, ja, auf die Ereignisse auf der Erde, sagt Taşköprüzade Ahmet Efendi. Nun, das können wir uns so vorstellen, wenn zum Beispiel Vollmond ist, nicht unterschätzen, wenn Vollmond ist, erhebt sich der Meeresspiegel in der Mitte, also jetzt wenn wir den Mitte sagen, meine ich halt nicht an der Ostküste oder an der Ostsee oder Nordsee von Deutschland an der Küste, nicht das, wobei Ebbe und Flut definitiv dazugehören. Ebbe und Flut gibt es aber, soweit ich weiß, an der Ostsee nicht, das gibt es nur an der Nordsee. Der Meeresspiegel in der Mitte auf der Welt, das heißt auf dem Atlantischen Ozean, erhebt sich um mindestens 30 Meter. Borsköprüsü kadar. Also der Mond, wenn er Vollmond ist, er bringt das Meer auf den Atlantischen Ozean, dass es sich um 30 Meter erhöht nach oben. Das ist wie die Bosporusbrücke ungefähr. Das ist enorm. Das ist enorm. Jetzt sagen wir natürlich, die Welt besteht aus ungefähr 71% Wasser. Ja, der Mensch besteht ja auch aus 71% Wasser. Hat dann der Mond auch einen Einfluss auf den Menschen? Sagen wir natürlich, ja. So wie die Sonne auch einen Einfluss auf den Menschen hat. Bei schönem Wetter fühlen wir uns froh. Wenn der Frühling ist, da verlieben sich die Menschen. Man sagt dann Frühlingsschmund im Deutschen dazu. Ja? Soviel ich auch weiß, ich habe das mal untersucht vor langen Jahren, ich habe es noch so ein bisschen im Kopf. Im Osmanischen Reich gab es eine Gesetzesvereinfachung für Straftaten, die bei Vollmond begangen worden sind. Das heißt, wenn Straftaten bei Vollmondnacht, also quasi die 13., 14., 15. Nacht begangen worden ist, also Eyyamul Bird sagt man dazu, die weißen Tage oder die weißen Nächte, dann hat man die Straftat ein bisschen vereinfacht, weil man gesagt hat, naja, die Gelüste wurden halt bei dem Vollmond noch intensiver. Also man hat in der Geschichte das mit berücksichtigt. Ja? Und ich, Achtung, und wenn ich etwas sage, weil ich weiß, einige Brüder und Schwestern im Internet, die hören sich nur gesonderte Unterrichte von mir an und hören sich nicht die meisten an, nicht hören sich nicht alle an. Das ist Fehler Nummer eins. Deswegen muss ich leider einmal, zweimal einige Sachen wiederholen. Nur weil ich bestimmte Berichte wiedergebe, heißt nicht immer, dass alles richtig oder falsch ist. Ich sage immer, weil wir versuchen seriös zu arbeiten, ich sage, so wurde das wahrgenommen. Wie viel davon richtig ist, islamisch rechtlich gesehen, wie viel davon falsch ist, das bin ich ganz ehrlich, ist nicht in meinem Interessebereich. Ich sage nur Fakten erstmal jetzt. Diskutieren können wir später darüber. Ja? Weil erstmal werden Fakten an die Tagesordnung gelegt und dann gucken wir, ist das so, okay, vielleicht werden bei Mond und Sonne einige Ja sagen. Wenn ich aber sage, hätten denn Sterne Einfluss, dann werden sofort die meisten sagen Nein. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, heute ist ein Teil von euch Kafir geworden und ein Teil ist Muslim geblieben. In einer Nacht, das sagt er früh morgens, weil es geregnet hat. Wenn ich mich nicht irre, war das bei Khaybar gewesen. Und dann sagt er, diejenigen, die von euch behaupten heute, es hat geregnet wegen den Sternen, die sind alle Kuffar geworden. Und diejenigen, die sagen, es hat geregnet, weil Allah es wollte, sind Muslim geblieben. Also das heißt letztendlich, wenn man oberflächlich sieht, ne, die Sterne haben keinen Einfluss. Die Sterne haben natürlich keinen Einfluss auf Regen. Deswegen lasse ich einiges einfach mal so stehen. Ich versuche erstmal hier das Thema Sihr zu bearbeiten und wie das von islamischen Gelehrten, viele davon befürworten wir und viele davon befürworten wir natürlich nicht.
Ich gebe nur einiges erstmal hier rüber. Jetzt mache ich weiter mit Ibn Qudama al-Maqdisi, ein sehr wichtiger Hanbali-Gelehrte. Und er sagt, Sihr ist ein Set von Uqat, das heißt Knoten. Ruqya, also Beschwörungsformeln und Wörter, welche geäußert oder geschrieben wurden oder in einer Art ausgeführt wurden, sodass der Körper des Betreffenden, also Mashur, Sahir ist der Zauberer, Mashur ist der Verzauberte, sodass der Betreffende, also der Verzauberte, sein Herz oder sein Verstand beeinflusst wird, ohne dass diese Mittel überhaupt in Kontakt mit ihm kommen. Das heißt, ich kann zum Beispiel in Sontra einen Zauber machen und kann eine Person in, ne, zum Beispiel in Bochum damit beeinflussen. Ist diese Person damit in Kontakt gekommen? Nein, das meint Ibn Qudama damit. Er sagt weiter, in der Realität kann manch eine Art von Sihr töten, jemand krank machen oder aber auch als ein Hindernis vom Mann wirken beim Verkehr mit seiner Frau. Andere Formen von Sihr können Verheiratete trennen, sie dazu bringen, sich zu hassen, aber auch sich zu lieben. Also beides ist möglich. Und das werden wir natürlich auch kurz mal in der Sure sehen, also quasi im 102. Vers, der Sure Baqarah, in dem wir auch uns die ganze Zeit befinden, ist, weil die Liebe und der Hass bei Mann und Frau sind eigentlich die höchsten Gefühle auf dieser Welt, kann man sagen. Für Liebe kann man etwas machen, für Hass kann man etwas machen. Ja? Für Liebe töten Menschen, für Hass töten Menschen. Also Beispiel jetzt mal. Beides legitimieren wir natürlich nicht, ist gar keine Frage. Aber ich sage das nur, damit man sieht, was für eine Kraft das zum Beispiel hat. Und beides, Liebe und Hass. Und wenn Sihr das beeinflussen kann, was kann es nicht beeinflussen? Darauf geht eigentlich diese Message zu. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, sagte, Zauber besteht aus der Einwirkung der bösen Seelen und der Reaktion der sich daraus resultierenden Kräfte. Also mit diesen paar Sachen, denke ich, habe ich sprachlich versucht, an den relevantesten Gelehrten, sage ich jetzt mal, zu erklären, was bedeutet überhaupt Sihr. Viele kennen das von euch, aber ich möchte es kompakt machen.